Also zunächst mal muss ich sagen, schätze ich den Jamal unheimlich, wenn man sieht, was der für eine Entwicklung gemacht hat in den letzten Jahren. Hermann Gerland spricht schon von einem Jahrhundertspieler. Viele sagen schon, das wird mal der weltbeste Spieler. Das ist unheimlich, was er geleistet hat und wie er sich entwickelt hat. Ich glaube, der weiß sehr wohl zu schätzen, was er beim FC Bayern München hat. Das bringt er auch immer wieder zum Ausdruck. Und wir wissen natürlich auch, was wir an ihm haben. Insofern wollen wir natürlich alles versuchen, um ihn langfristig an den FC Bayern München zu binden. Nach meinem Dafürhalten könnte der gern der zweite Thomas Müller werden bei Bayern und die nächsten 20 Jahre hier spielen. Und ich bin schon der großen Hoffnung und auch optimistisch, dass wir ihn noch lange bei Bayern sehen werden. Also ich habe Joshua sofort gratuliert, habe ihm eine SMS geschickt und er hat innerhalb von 2 Minuten geantwortet. Das zeigt meine Wertschätzung für ihn und was ich davon halte. Ich finde, er hat es absolut verdient. Er ist einer, der immer vorangeht, der immer seine beste Leistung abrufen will, auch wenn es nicht immer klappt, aber der alles daran setzt, für die Mannschaft das zu tun. Ich würde mich freuen, wenn der Jo seine Karriere beim FC Bayern beenden würde, aber nicht nächstes Jahr, sondern in vielen, vielen Jahren danach.